Bevor wir in medias res gehen und mit einem lebendigen Probanden arbeiten, werde ich Ihnen einfach ein bisschen was Anatomisches erklären und auch die Situation versuchen nahezubringen, wie das dann in der Realität aussieht. Sie haben hier ein Kopfmodell. Das ist ein Kopfmodell, wo wir dann auch die zwei Hälften auseinandernehmen können. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem Ganzen. Wir haben hier die Nase und wir haben den Mund. Und normalerweise ist man dazu geneigt, wenn man in eine Nase reinbohren will, dass man nach oben geht, dass man so geht. Und das ist ganz falsch. Bei dem Nasenabstrich möchte man sich orientieren an das untere Ohrläppchen. Das heißt, man möchte geradeaus, ich nehme dieses Stäbchen, nicht so, sondern so will man reingehen. Und das Ziel, dieser hintere Bereich, da möchten wir rankommen von der Innenseite. Und normalerweise würde der Proband das auch spüren. Und das ist nicht angenehm. Normalerweise gehört dazu, dass die Augen dabei anfangen zu tränen und dass dann auch, sobald der Kontakt hier an den Innenraum des Rachens entsteht, dass da so eine Art Husten oder Würgereiz entsteht. Das ist ganz normal, das ist der Reflex, der dafür auch eingebaut ist. Ich mache das jetzt Ihnen hier auf, dieses Modell. Ich hoffe, dass es mir nicht auseinanderbricht und nehme das jetzt so in die Hand. Ja, also wir werden hier mit dem Wattestäbchen durch die Kanäle durchgehen, bis wir hier hinten ankommen. Und das merken wir, dass wir da nicht weiterkommen. Das ist sehr wichtig. Was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass wenn Sie Widerstände merken, dass die respektiert werden. Das heißt, man darf jetzt nicht Gewalt anwenden und fester drücken. Wird der Patient Gott sei Dank sowieso nicht mitmachen, aber man soll es auch nicht drauf ankommen lassen, weil das bestimmt nicht angenehm ist für den Probanden. Also, hier durchgehen und Sie haben das Gefühl, dass Sie bis hier hinten kommen müssen. Da ist dann normalerweise so eine Kerbung, eine Lecht mit Farbe versehen. So tief müssen Sie reingehen, weil sonst sind Sie nicht richtig. Das würde man idealerweise durch beide Nasenlöcher machen. Das heißt, zweimal wird das durchgeführt. Wenn das überhaupt nicht geht, Ziel ist diese Region, die obere Rachenwand, dann könnte man theoretisch auch durch den Mund gehen, aber hier nach hinten oben kommen. Das wird meistens dazu führen, dass der Patient würgt oder hustet und da kommt man nicht so leicht ran. Aber das ist eher das Zielorgan, wo man reinkommt und wirklich Material abreiben will.